Ländern ringsherum. Das hatte ja Gott angekündigt durch die Träume, die der Pharao in der Nacht hatte, und Josef erklärte die Bedeutung dem Pharao und seinen klugen Männern. Auch in dem Land, wo Josefs Vater und seine Brüder wohnten, wuchs nichts mehr auf den Feldern. Sie hatten nichts mehr zu essen. Da hörte der Vater Jakob, dass es Getreide in Ägypten gab. Und wenn sie dorthin laufen würden, könnten sie genug Getreide für sich, für Brot und auch als Futter für die Tiere kaufen. Dann brauchten sie nicht vor Hunger zu sterben. Aber der jüngste Sohn, Benjamin, sollte bei ihm bleiben. Also packten die 10 älteren Brüder ihre Sachen und Säcke auf ihre Esel und nahmen auch Geschenke und Geld mit. Als sie endlich in Ägypten angekommen waren, gingen sie zu der Stelle, wo das Getreide verkauft wurde. Dort stand ein Mann in ägyptischen Kleidern gekleidet und er hatte zu bestimmen, wer wie viel Getreide bekam und wie viel Geld sie zu bezahlen hatten. Er schien sehr streng zu sein. Als die Brüder vor diesem Mann standen, knieten sie sich und verneigten sich vor diesem wichtigen Mann. Sie wussten aber nicht, dass er ihr Bruder war. Als Josef seine Brüder erkannte, redete er sehr hart mit ihnen durch einen Übersetzer. Er fragte, woher kommt ihr? Sie antworteten, aus dem Lande Kanaan, und wir sind gekommen, um Getreide zu kaufen. Auf einmal erinnerte sich Josef an seine Träume, die er vor vielen Jahren geträumt hatte. Wisst ihr die zwei Träume noch? Die Gaben auf dem Feld, der zweite Traum mit Sonne, Mond und Sterne. Josef sagte zu seinen Brüdern, Spione seid ihr und seid gekommen zu sehen, wo das Land offen ist. Die Brüder antworten, nein, mein Herr, deine Knechte sind gekommen, Getreide zu kaufen. Wir sind alle eines Mannes Söhne, wir sind ehrlich, deine Knechte sind keine Spione. Aber Josef bestand darauf, dass die Spione seien. Nein, deine Knechte sind 12 Brüder. Der Jüngste ist noch bei unserem Vater geblieben. Und der eine Bruder ist nicht mehr. Josef sagte, es ist, wie ich euch gesagt habe, Spione seid ihr. Daran sollt ihr geprüft werden. So wahr der Pharao lebt, ihr sollt nicht von hier weggehen, ehe euer jüngster Bruder auch hier ist. Sendet einen von euch hin, der euren Bruder hole, ihr anderen aber sollt hier im Gefängnis warten. Dann will ich prüfen, ob ihr mir die Wahrheit gesagt habt. Andernfalls, so wahr der Pharao lebt, seid ihr Spion. 3 Tage ließ er sie im Gefängnis einsperren. Am 3. Tag sprach er zu ihnen, wollt ihr leben, so tut nun dies, denn ich fürchte Gott. Redet ihr die Wahrheit, so lasst einen eurer Brüder gebunden liegen in eurem Gefängnis. Ihr anderen aber zieht hin und bringt heim, was ihr gekauft habt und den Hunger in euren Häusern. Dann bringt euren jüngsten Bruder zu mir, so will ich euren Worten glauben, sodass ihr nicht sterben müsst. Sie willigten ein, was blieb ihnen denn sonst übrig? Dann flüsterten die Brüder miteinander, das haben wir nun davon, dass wir unseren Bruder damals verkauft hatten. Er hatte ein sehr schlechtes Gewissen. Josef hatte aber all das, was sie geflüstert haben, ebenfalls verstanden, weil sie ja in seiner Muttersprache sprachen. Er drehte sich um und blickte auf den Raum und meinte. Josef ließ Simeon binden und ins Gefängnis bringen. Die Bibel erzählt uns nicht, weshalb gerade Simeon ausgewählt worden war. Josef gab den Befehl, die Säcke der Brüder mit Getreide zu füllen und oben darauf ihr mitgebrachtes Geld zu legen. Die Brüder nahmen die Säcke und luden sie auf ihre Esel und zogen nach Kanaan zurück. Abends, als sie bei einer Herberge übernachten wollten, öffnete einer einen seiner Säcke und fand oben darauf das Geld für das Getreide. Er war sehr erschrocken und sagte, mein Geld ist wieder da. Siehe, in meinem Sack ist es.
stockte ihnen das Herz und sie sprachen erschrocken zueinander, was hat uns Gott angetan? Als sie zu Hause angekommen waren, erzählten sie alles ihrem Vater, was passiert war, wie sie beschuldigt wurden, dass sie Spione wären und ins Gefängnis für 3 Tage mussten. Wie hart der Ägypter zu ihnen war, nun mussten sie auch noch Simeon dort lassen. Und als jener das Geld in seinem Sack Getreide fand, erschraken sie sehr und auch der Vater. Er sagte, ihr raubt mir meine Kinder. Josef ist nicht mehr da, Simeon ist nicht mehr da, Benjamin wollt ihr auch wegnehmen, es geht alles über mich. Oben, der Älteste, antwortete, Vater, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe, so töte meine 2 Söhne. Gib ihn nur in meine Hand, ich will ihn dir wiederbringen. Vater Jakob antwortete, mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot und er ist allein übrig geblieben. Wenn ihm ein Unfall auf dem Wege begegnete, den ihr reist, würdet ihr mein graues Haar mit Herzeleid hinunter zu den Toten bringen. Gott spielt keine Rolle in Josefs Leben. Er ist der Regisseur.